Vergleichübner, der Titel, die Begriffe Astrologie und Astronomie. Hübner kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis, da in der lateinischen Literatur Astrologia eher bei Fachschriftstellern im Anschluss an Varro, dagegen der platonische Ausdruck Astronomia bei Philosophen vorkommt. Ist die Titelfrage mit dem Problem verbunden, ob Marzianus mehr unter baronischem oder mehr unter platonischem Einfluss steht. Der Titel der Astrologia stellt das Buch des Marzianus in die fachwissenschaftliche Tradition Varros, der Titel der Astronomia in die philosophische Tradition der Platoniker mit ihrem Bestreben, die Einzelwissenschaften zu einem System zu vereinigen. Verstehst du? Das bedeutet, dass das macht uns keine Verschiedenheit. Weil auf jeden Fall, ob Marzianus hat Astrologia wie Varro oder Astronomia wie Platon, dieses Buch genommen, das macht uns keine Verschiedenheit, keine Differenz. So, der wissenschaftliche Teil des Aktebuchs enthält mit den drei Abschnitten über den Himmelsklugen die Fixsterne und die Planeten, das üblicherweise in astronomischen Traktaten behandelte Material. Auch die Reihenfolge steht in der Tradition. Die Astrologie wird nur ganz am Rande berücksichtigt. Die Darstellung findet in Paragraph 887, bedingt durch die Überlieferung leider, ein abruptes Ende. Von den wissenschaftlichen Ausführungen kann jedoch nicht allzu viel fehlen, da Marzianus die Hauptthemen der Astronomie in den Büchern 6 und 8 betrachtet. Außerdem besteht das sternekundliche Lehrgebäude aus zwei annähernd gleich langen Abschnitten. 36 Paragraphen beschäftigen sich mit Phänomenen, die keine Ortsveränderung der fixen Bestandteile des Himmels beinhalten. Ihnen stehen 38. Paragraphen über die Städte ihre Position verändern Wandelsterne gegenüber. Es bedarf keine besondere Erwähnung, dass schon in frühester Zeit die Menschen die Schönheiten des nächtlichen Himmels voll Bewunderung betrachteten. Im Vergleich mit unserer Gegenwart, in der die Sterne aufgrund der beschmutzten Atmosphäre und der hell erleuchteten Städte für den irdischen Beobachter an Leuchtkraft verloren haben, waren sie vor mehreren Jahrtausenden klarer zu sehen. Ursprünglich hatten die Begriffe Astronomie, Astronomia und Astrologia. Es ist auf Griechisch und auf Lateinisch beide geschrieben. Dieselbe Bedeutung. Beide bezeichnen die Sterne und Himmelskunde. Erst in der ausgehenden Antike werden die wissenschaftliche Betrachtung und Erklärung der Himmelsphänomene einerseits und die Sterndeutung mit den sich aus ihr ergebenden Prognosen andererseits voneinander geschieden. Die moderne Trennung zwischen Astronomie und Astrologie scheint endgültig erst im 18. Jahrhundert vollzogen zu sein. Neben der theoretischen Beobachtung der Gestirne steht die sich an der praktischen Bedürfnissen der Seefahrt, Landwirtschaft, Meteorologie und dem Kalendarwesen orientierte Himmelskunde. Wer sich mit der antiken Astronomie beschäftigt, muss sich stets vor Augen halten, dass im Altertum das geozentrische Weltbild
vorherrscht die Erde ruht in der Mitte des Universums und der ganze Himmel mit seinen fixen Sternen und den Planeten, einschließlich Mond und Sonne, dreht sich um sie. Schon in Babylonien und Ägypten werden Himmels Erscheinungen registriert und aus ihnen Voraussagen für die Zukunft des Landes und seiner Herrscher gewonnen. Beobachtet werden Sonne und Mond, die Finsternisse beider Gestirne, die seit Beginn der ersten Jahrtausends vor Christus überliefert sind. Die fünf Planeten, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, mit ihren Farben und unregelmäßigen Bahnen aus Erdenwolken, Wind und Wetter. Diese Naturphänomene geben in den orientalischen Hochkulturen Aufschluss über Krieg und Frieden, politische Unruhen, Thronwechsel, Dürre, Überschwemmungen, Hungersnöte, Seuchen, Gedeihen von Nutzpflanzen und Vieh sowie über den Willen der Götter. Bereits die Babylonier verbinden die Planeten mit Göttern, was später die Griechen und Römer übernehmen. Kronos, Saturn, Zeus, Jupiter, Ares, Mars, Aphrodite, Venus, Hermes, Merkur. Ebenso sind die heute noch üblichen Namen der meisten Tierkreiszeichen babylonischen Ursprungs. In Babylon bestimmt der Mondkalender die zeitliche Ausführung religiöser Handlungen. Während sich die Landwirtschaft am Sonnenkalender orientiert, der versucht, beide Zeitrechnungen zu harmonisieren, herrscht in der Entwicklung der babylonischen Astronomie vor. Ihre wichtigsten Errungenschaften sind die Einführung der scheinbaren Sonnenbahn am Himmel, deren Verlauf zur Fixierung der Mond- und Planetenbahnen dient und die seit Anfang des 2. Jahrtausends systematisch gesammelten und in astronomischen Tabellen festgehaltenen Positionen von Sonne, Mond und Planeten und so weiter, weil ich kann nicht mehr lesen, meine Augen sind zu alt. So, viel Spaß. Bis dann.